Ja, wir sind zurück im Frühcafé am Montag, wie versprochen, natürlich mit Besuch von der Feuerwehr. Timo Riedl ist da, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Du. Schön, dass Sie hier sind. Drittes Mal in Serie, das ist ja Rekord. Ja, muss man sagen, aber das holen dann die anderen Kollegen wieder nach. Genau, die dürfen das nachholen. Wir sprechen auf jeden Fall über die Einsätze des Wochenendes. Ja. Wie immer zunächst mal zu den Zahlen. 3.225 Einsätze. Also es gab eine Menge zu tun für die Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen natürlich mal auf einige Einsätze besonders eingehen. Am Freitag ging es los mit einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall, möchte ich mal sagen. Was genau ist dort passiert? Ja, man muss sich vorstellen, da ist ein PKW gegen eine Litfaßsäule gefahren. Und diese Litfaßsäulen, die sind natürlich bunt und groß und das hat natürlich riesig gescheppert. Mhm. Und das Auto ist auf der Seite liegen geblieben und ist so natürlich zu einem Einsatz geführt. Und das Schöne ist, dort waren sofort Passanten vor Ort und haben sofort der Person geholfen und da konnte halt die Patientin schnell gerettet werden. Man muss ja sagen, da muss man wirklich Respekt davor haben, wenn man jetzt wirklich auf der Straße unterwegs ist als Passant. Ich meine, das ist jetzt kein alltäglicher Verkehrsunfall. Dieses Auto lag dann ja wohl auch auf der Seite. Genau. Da dann wirklich mutig hinzugehen, beherzt einzugreifen und zu helfen, ist ja erstmal wirklich gut, muss man sagen. Ne? Das stimmt, das ist grundsätzlich erstmal gut, aber man muss auch dazu sagen, die Passanten, die da vor Ort waren, da waren auch Bauarbeiter dabei, die auch technisches Verständnis hatten. Okay. Ansonsten wäre das fast nicht möglich gewesen, wenn so ein Fahrzeug in so einer unsicheren Lage ist und nicht stabil steht. Da muss man auch als Ersthelfer natürlich größte Vorsicht walten lassen und sich selbst möglichst nicht gefährden. Absolut, das gilt ja immer. Gerade wenn es zweifelhaft ist, natürlich immer erstmal den Notruf absetzen. Um eben Hilfe zu rufen und dann eben die Situation genau abzuwägen, kann ich helfen, was traue ich mir zu und mich selbst nicht in Gefahr bringen. Mhm. Ne? Dann gab es einen weiteren Einsatz, einen Einsatz für die Höhenretter, kann man das so sagen? Oder ja, technische Hilfeleistung, wie sagt genau, man das? Genau, das ist eine technische Hilfeleistung und wir haben ja unsere Spezialeinsatzgruppe der Höhenrettung und in Kombination mit unserem Teleskopkran ist eine Person aus der Wohnung gerettet worden. Die war in einer sehr speziellen Lage, sodass sie nicht übers Treppenhaus gerettet werden konnte aufgrund ihrer Erkrankung. Und damit hat sich unser Kran dann aufgebaut und unsere Höhenrettergruppe hat diese Person gesichert und dann halt sicher in den Rettungswagen verbracht und dementsprechend konnte sie ins Krankenhaus befördert werden. Also auch das kann man sagen, kein alltäglicher Einsatz, aber gut zu wissen, dass sie auch auf solche Fälle vorbereitet sind, dass dann eben es sogar möglich ist, Personen mit einem Kran im Zweifel durchs Fenster herauszuheben, wenn es eben nicht anders geht aufgrund der Lage. Genau, das sind sehr komplexe Lagen, da sind auch immer sehr viele involviert, die dann halt ihr Fachwissen dort einbringen und gerade unsere speziellen Einsatzgruppen, die sind da bestens gerüstet. Dann werfen wir schon mal den Blick voraus in Richtung Sommer. Da steht ja die Fußball-EM an und gerade wenn solche Großereignisse stattfinden, in großen Stadien zigtausende Menschen unterwegs sind, dann sind Sie natürlich auch als Rettungskräfte entsprechend präsent und auf sämtliche Situationen vorbereitet. Wird das trainiert? Wird da geübt? Das kann man sagen. Es hat eine Großübung stattgefunden in Hamburg und zwar nannte sich die Euromed 2024. Die wird durchgeführt oder unter Leitung der Bundesbehörde für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und in diesem Zusammenhang waren wir mit 355 Helfern aus Hamburg im Einsatz, um eine große Anzahl von Verletzten zu die Versorgung zu trainieren. Da wurden wirkliche Einsatzszenarien inszeniert und auch die Verteilung in die Krankenhäuser wurde geübt, sodass hier in Hamburg erstens richtig viel los war, aber man hat einfach auch mal an die Kapazitätsgrenzen aller Kräfte halt geguckt, wo liegen die und wie kann man diese Sachen bewältigen und wo vor allen Dingen sind Schwachstellen, um da bestens gerüstet zu sein zur EM. Wie ist das eigentlich mal eine Frage jetzt an den Feuerwehrmann, wenn der jetzt privat auf irgendwelche Events geht in große Stadien, dann ist man natürlich privat unterwegs und möchte dieses Event genießen, aber so ganz aus der beruflichen Haut kann man wahrscheinlich nicht. Scannen Sie immer gleich, wo sind Notausgänge, wie läuft das Ganze möglichst sicher ab? Also ich glaube, dass das jeder Feuerwehrmann macht. Man weiß, wo der Notausgang ist und natürlich, wenn irgendwo jemandem was passiert, man ist natürlich der Erste, der auch zur Hilfe dasteht.
wo man halt große Unterscheidungen machen muss. Wenn man selbst in einem Szenario ist und das Szenario mit ansieht, dann ist man nicht neutral in dieser Situation. Auch dann kann man selbst betroffen sein, das darf man nicht vergessen. Obwohl wir natürlich trainiert sind, auch sowas zu bewältigen. Herr Riedel, vielen Dank für den Besuch im Studio und gern bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön.